Auch wenn bei Rapid zuletzt in der Verteidigung verletzungsbedingt rotiert wurde, hat sich das Duo Eder-Soma immer besser eingespielt. Das funktioniert eigentlich ganz gut zwischen mir und Soma. Ist ja doch nicht immer ganz einfach für die Innenverteidiger, wenn da so abrupt gewechselt wird. Ist doch eine recht wichtige Position, wo man gut zusammenspielen muss. Aber ja, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Die Spiele waren natürlich jetzt gut, also das Spiel mit St. Veit, also wo der Gegner nicht so stark war, um ein bisschen die Feinabstimmung zu trainieren. Ich hoffe, dass er davon was lernt, dass er da was mitnimmt, der Hannes. Dass er von so einem erfahrenen Spieler, der was ja wirklich auch Spieler hilft, das merkt man ja vom Reden her, dass er sich da wirklich was mitnimmt. Hamburg hat schon ganz gut geklappt auch und es kann von Spiel zu Spiel besser werden oder kann nur besser werden. Aber es geht so in Ordnung, glaube ich. Man muss halt schauen, wie lange die Konstellation so bleibt. Ich habe ja Anfang des Jahres alles gespielt und bin dann eigentlich grundlos rausgekommen. Das weiß man eben nie beim Trainer, wie er dann da entscheidet. Also bin froh um jedes Spiel, das ich machen kann. Versuche mein Bestes zu geben und ja, zurzeit läuft es eigentlich ganz okay. Aber wie gesagt, der Hannes kann aus solchen Dingen zusätzlich, was ich ihm eh schon xxx mal erkläre und sage und ihm helfen, wenn er das noch aufnimmt und noch besser macht, dann ist er auch ein Mann, der was auch dann schwer aus der Formation zu nehmen ist. Wenn er seine Kleinigkeiten, und das sind halt nur ein paar, wenn er die endlich einmal ablegt oder zumindest lernt. Wir haben ja auch drei Innenverteidiger, die Linksfüße sind. Ich bin eigentlich der einzige Rechtsfuß, von dem her sollte es eigentlich ein Vorteil sein, ist es aber nicht. Gut, das ist nicht ganz so tragisch, aber ich glaube schon, dass er sich links wohler fühlt als Linksfuß. Trägt natürlich auch sicher kleine Teile dazu bei, dass es so gut funktioniert. Aber eben, es ist keine Garantie, dass man als einziger Rechtsfuß spielt. Im Moment macht er leider einfach nur immer dieselben Fehler wie vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, wie er kommt, oder vor zwei Jahren, wie er kommt, ist nicht, obwohl das man es ihm schon x-mal erklärt. Und das ist das, was er dann auch immer wieder zurückwirft in seiner Entwicklung. Nicht? Allerdings sollte gerade die Verteidigung nicht die Schlüsselformation im Spiel gegen Magner Wiener Neustadt sein. Als klarer Favorit muss der Sturm die Punkte sichern. Für einen Sieg der Hausherren kassiert man bei Tipp 3 den 1,30-fachen Einsatz als Gewinn. Adi, ich hab's. Die gehen gerade die Mannschaftsaufstellung durch. Geht schon das, sag an. Also pass auf, die spielen im Tor mit... Was machen sie denn da? Vögel beobachten, Herr Inspektor. So. Mitkommen.